Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir gedacht, weil der letzte Vlog so ein bisschen miserabel war, weil wir ja abbrechen mussten, unsere Reise leider, habe ich gedacht, es gibt einfach noch einen Vlog für euch. Und wir haben jetzt den 28.12. Matteo und ich haben gerade schon ein bisschen was gemacht. Wir haben super viel Wäsche und Kram und alles zu erledigen, die Tage. Wir haben morgen noch eine Geburtstagsparty beziehungsweise Weihnachtsparty, die nachgeholt wird. Es steht Silvester an, alle Vorbereitungen, dies und das und jenes. Und ich habe gedacht, ich nehme euch einfach mal mit. Habe erst gedacht, ich nehme euch nur heute mit. Und dann dachte ich, wir machen einfach mal so einen Vlog, der über ein paar Tage geht. Bis ins neue Jahr hinein sozusagen. Hoppala. Und ja, das möchte ich jetzt einfach mal mit euch machen. Der kleine Mann ist ja auch am Start. Der versucht gerade auf mich raufzuklettern, weil er auch mit in die Kamera gucken will. Ich probiere mich dann in diesem Video auch mal an dem Thema Blurring, heißt das, glaube ich. Also, ja, dass ich mich nicht immer darüber aufrege, wenn jemand mit im Bild ist, sondern dass ich einfach versuche, viel rumzuschneiden und dann viel rauszupixeln. Genau. Auf jeden Fall, ich bin noch ungeduscht. Oh Gott, das sieht auch aus, ey. Ich wollte eigentlich gleich duschen gehen, wollte dem Kleinen dafür eine Folge Paw Patrol anmachen, weil wir nämlich alleine sind und er sonst in der Zwischenzeit sehr viel Blödsinn macht. Geh mal kurz runter, bitte, mein Schatz. Du kannst mal deine Lokomotive ausmachen. Ich höre die bis hier. Mach die mal schnell aus. Ich komme auch gleich mit. Genau, die andere Gang ist nämlich unterwegs. Mirko muss zu seinem großen Sohn. Da gibt es irgendein Elektroproblem, da muss er was beheben. Und die waren schon unterwegs und haben schon... Oh, das Licht ist echt schlecht, ne? Ich mach das hier mal aus. Haben schon Noels Sofa weggebracht zur Müllhalde. Ach, vielleicht, wenn ich hier hingehe. Hier ist bessere Beleuchtung. Genau, die haben schon Noels altes Sofa weggebracht, weil er ein neues Sofa bekommen hat. Kann ich euch vielleicht auch mal zeigen. Und das Bett, was er in seinem Zimmer hatte, wird heute auch abgeholt. Also toi, toi, toi. Es hat zumindest jemand von eBay Kleinanzeigen gesagt, er kommt und holt es. Ich muss gleich noch die Adresse durchgeben, fällt mir ein. Da vorne. Okay. Da fährt ein Polizeiauto, aber es war kein... Also da war vorne war gerade die Sirene. Oben auf dem Auto, wie von der Polizei. Aber es war kein Polizeiauto. Es sah aus wie so eine schwarze Limousine. Das war ein bisschen komisch. Aber gut, hier passieren ja sowieso merkwürdige Sachen im Moment. Genau. Bla bla bla. Auf jeden Fall sind die alle unterwegs. Und dann besorgen sie auch Feuerwerkskörper. Genau. Und das kann ich euch dann in diesem Video, denke ich, auch zeigen, was wir alles so besorgt haben. Und ich würde sagen, wir starten aber mal mit so einer kleinen Rundtour, damit ihr mal einen Einblick davon bekommt, was hier überall so los ist gerade. Also das hier ist übrigens unser Tannebaum. Ist im Moment nicht an. Klar, ist ja noch früh am Tag. Aber das ist auf jeden Fall unser Tannebäumchen. Ich halte das die letzten Jahre immer mit Gold und Rot. Wobei einige Kugeln, jetzt muss ich mal eben kurz gucken, einige Kugeln sind halt so ein bisschen dunkler. Und dann gibt es so ein paar Specials. Wir haben halt hier oben Kugeln von meiner Freundin, die sie personalisiert hatte. Das sind unsere Specials. Dieses Jahr haben wir ausnahmsweise auch mal oben so einen Stern. Haben wir sonst niemals. Ich habe sonst immer eine echte Spitze. Dann habe ich hier einen Engel aus Nudeln drin. Und mein besonderes Special habe ich von meiner Mama zu Weihnachten bekommen. Tadadada! Ich hoffe, das Video... Ich hoffe, das Video wird nicht irgendwie negativ bewertet, weil hier was Anstößiges ist. Aber ja, finde ich sehr, sehr gut. Mehr muss ich dazu nicht sagen. So, dann haben wir hier auch noch ein bisschen Geburtstagsfeeling. Wir hatten auch auf der anderen Seite hier so eine Happy Birthday gelandet. Die haben wir aber schon abgemacht, weil Noel ja auch Geburtstag hatte. Ne? So, hier ist überall noch ein bisschen Chaos. Hier liegen noch ganz viele Stempel auf dem Tisch. Die müssen wir gleich wegräumen. Monsieur da vorne ist am Spielen. Oh Mann! Oh Mann, du darfst da nicht rüberfahren, das weißt du, ne? Hier ist Murmelbahn Feeling, weil er so eine ganze Kiste voll mit einer alten Murmelbahn bekommen hat. Und ja, so sieht es hier aus. Er hat zu Weihnachten diese ganzen, oh, so viele sind das gar nicht, diese hellen Schienen bekommen, zusammen mit einer neuen Bahn. Schaut mal, das hier ist ja die alte Bahn, so sah die aus. Drückt man oben drauf, dann fährt die los. Und das hier ist die neue Bahn. Die fährt irgendwie, wenn man die anschubsen muss.
Und dann kann man unten die ausmachen. Weiß ich nicht, ob ich das besser oder schlechter finde als vorher. Man muss immer darauf achten, dass sie aus ist. Und du kannst sie auch wieder anmachen, wenn du damit spielen möchtest, Schatzi. Und hier ist so eine Tuttelflitzer-Garage. Wir hatten schon was anderes mit diesem hier und mit dieser Brücke. Das haben wir jetzt einfach mal daran gebaut. Aber ich finde die Garage so cool und es gibt hier so viele Parkplätze, wo die Autos überall parken können. Richtig nice, finde ich. Ja, und hier ist die Wäsche. Dieser hässliche Deutschland-Schal hier. Der war bei Noelle im Zimmer und den habe ich da jetzt mal weggenommen. Mirko wollte aber nicht, also ich finde, wenn hier keiner spielt, kann das auch aus. Mirko wollte aber nicht, dass ich den wegschmeiße. Der kommt jetzt zu unseren Schals und Mützen. Und ja, hier ist Wäsche am Start. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Wäsche, die wir machen müssen die nächsten Tage. Also ja, let's go. So, ich hole mir jetzt mal eben meine Handtücher, weil ich gleich duschen will. Und ich dachte, ich zeige euch dann jetzt mal eben kurz Noels Zimmer. Hier im Flur sieht es immer noch so aus, wie es immer aussieht. Also die sind im Badezimmer nicht so wirklich weitergekommen. Aber gut, heute wird weitergearbeitet. Hier ist Noels Zimmer. Und da ist seine neue Couch. Hier riecht es auch richtig doll nach neuer Couch. Genau, das ist eine Schlafcouch. Das kann man ausziehen, dann hat er eine große Liegefläche und seine Bettwäsche und Matratzen, Schnullerlaken und so ein Kram ist alles da unten drin. Sehr praktisch. Ja, und er hat zu Weihnachten einen Monitor bekommen, Tastatur und Maus, den Laptop von Mirkos Papa und ja, der Tisch und diese Sachen sind alle noch so ein bisschen kindisch, aber das hier ist schon, ja, so ein bisschen jugendlich, würde ich sagen. Und er genießt das auch, glaube ich, richtig doll. Die Geige hat er von seiner Mama zu Weihnachten bekommen. Und hier sind noch die ganzen Sachen drin, die vorher im Bettkasten waren, in seinem alten Bett. Da müssen wir mal gucken, wo die hinkommen. Ich glaube, diese Straxbahn, die kommt sowieso auf den Dachboden für Matteo, wenn das mit ihm soweit ist. Und die ganzen Nerf-Sachen müssen irgendwie in eine etwas größere Kiste. Und ja, so sieht das hier aus bei dem Jungen. Alles sehr jugendlich schon. So, da bin ich wieder. Es ist schon Abend, ich glaube so 6 ungefähr. Und ich war gerade nochmal los mit Mia und mit Matteo. Wir waren beim Aldi und beim Eiskönig. Ich brauchte nämlich noch die Torte für morgen, also diese Daim-Torte, die kennt ihr vielleicht, klein und einfach. Die hat Noel sich gewünscht. Und dann habe ich auch noch ein paar Donuts gekauft und Kiri Dippi, die werde ich gleich mal snacken, in der Pizza Edition, noch nie gesehen. Ein Dreierpack kostet nur 1,30, also musste ich gleich 2 Stück mitnehmen. Genau, und beim Aldi halt so ein paar Sachen, die zeige ich euch auch gleich mal eben im Kurzdurchgang. Also das Ganze ist hier auch inklusive Food Hall. Wir haben nämlich vorhin beschlossen, dass wir morgen, wenn wir alle einladen hier zu uns, dass wir dann abends grillen. Und ich wollte aber nicht schon wieder vom Fleischer, das hört sich total doof an. Im Endeffekt kriegt man sich auch wahrscheinlich immer auf, weil beim Fleischer ist es meistens leckerer, bla bla bla. Aber ich hatte keinen Bock, schon wieder das vom Fleischer zu holen. Und deswegen habe ich jetzt beim Aldi ein paar Sachen gekauft fürs Grillen. Das wird auch in Ordnung sein. Und ja, werde gleich noch ein paar Sachen machen. Das erzähle ich euch aber, während ich euch die Sachen zeige. Im Hintergrund hört ihr Geräusche. Mirko und sein Stiefpapa sind nämlich am Werkeln oben im Badezimmer. Ich habe gerade schon einen Blick geworfen. Es geht voran. Mit kleinen Schritten, aber es geht voran. Und ich freue mich da sehr drüber. Wir bringen im Moment die USB-Platten. Also Mirko bringt USB-Platten an die Wand. Auf der einen Seite vom Badezimmer und auf der anderen Seite baut sein Stiefpapa so eine Konstruktion aus so kleinen Lattenstückchen, damit wir da das Abwasserrohr verkasten können. Und ja, genau. Wir starten jetzt einfach mal mit dem Mini-Food-Hall. Ich habe hier eine Packung Eier gekauft, weil ich ja, wie gesagt, noch einen Kuchen backen muss. Und ich hatte jetzt nur beim letzten Einkauf eine Packung, deswegen lieber sicherheitshalber noch mehr. Dann habe ich rote Paprika 3 Stück gekauft. Die hier sieht ein bisschen traurig aus, von der Seite, von der nicht. Ich lege sie so um hin. Davon brauche ich auf jeden Fall eine, denn ich werde gleich einen Nudelsalat machen. Und die anderen sind schon mal fürs Raclette-Essen Silvester. Dann haben wir schon mal Paprika da. Dann gibt es morgen auch einen grünen Salat, beziehungsweise einen Gurkensalat. Und da habe ich schon mal die beiden Gurken für gekauft. Das weiß ich noch nicht, ob ich das heute schon anrühre oder lieber morgen. Morgen ist, glaube ich, frischer, dann mache ich das lieber morgen erst. Dann habe ich einmal Mehl und einmal Zucker fürs Kuchenbacken. Ich weiß nämlich nicht, wie viele Reste ich noch habe. Für den Nudelsalat habe ich einmal hier die Spirelli-Nudeln. Die werde ich gleich aufsetzen. Und für Raclette, für die Nudeln, habe ich diese Nudeln genommen. Die fand ich ganz süß eigentlich.
Dann haben wir Theo einmal Apfelsaft eingeladen. Das ist dieser Naturtrübe, den mögen wir eigentlich ganz gern. Also von daher war das in Ordnung, dass er den eingeladen hat. Und ich habe da noch einen O-Saft dazu gestellt. Den mag Mausi nämlich sehr gern. Dann einmal Kartoffeln. Ich werde nämlich auch gleich nochmal schnell Knoblauchkartoffeln machen. Halbe Portion habe ich beschlossen, einfach nur so einen kleinen Pott. Und genau, der Rest der Kartoffeln wird auch fürs Raclette. Da wird es Kartoffeln und Kartoffelbrei geben. Kartoffelbrei ist nämlich sehr, sehr lecker im Raclette. Oder im Raclette-Fännchen. Einmal Creme Fraiche und diese Joghurts. Ich brauche einen Joghurt davon und einen Pott Creme Fraiche für die Knoblauchkartoffeln. Die restlichen Joghurts können wir dann so essen. Wie lange sind die denn gut? Bis 13.01. Ja, das ist super. Für nächstes Jahr sowieso ein bisschen mehr Joghurt zum Frühstück essen, dann passt das ganz gut. In Sachen Fleisch und Wurst habe ich jetzt Folgendes mitgenommen. Einmal hier diese Königke Rostbratwurst, Stadionwurst, 5 Stück. Und dann noch diese Thüringer Rostbratwurst, bla bla bla, herzhaft, bla bla bla, keine Ahnung. Ich hatte mir ausgerechnet, dass 10 Würstchen auf jeden Fall reichen. Ich hoffe, dass das auch wirklich so ist. Dann haben wir Nackensteak Paprika, das sind insgesamt 4 Stück. Und ich wusste nicht genau, ob Mirko die lecker fand oder nicht. Also, naja, lassen wir uns überraschen. Dann haben wir hier noch Minutensteaks, Paprika, Wintersteaks meine ich, Entschuldigung. Ja, keine Ahnung, ob das vielleicht das gleiche ist, ob das die gleiche Marinade ist. Weiß ich nicht, ist mir auch egal, esse ich sowieso nicht. Dann gibt es hier einmal Hähnchensteaks in Paprika. Die gab es auch in Kräuter, aber ich habe die jetzt mal nur in Paprika mitgenommen. Und dann habe ich hier noch so einen riesigen Klotz Putenbrustfilet mitgenommen. Die werden wir einfach so aufschneiden, ganz dünn, und dann kommt das einfach so auf den Grill, dann kann sich das jeder so würzen und machen und tun, wie er das gerne möchte. Wir haben so ein paar Leute in der Familie, die da so ein bisschen eigen sind und die das gerne pur haben möchten, und deswegen ja, gibt es das so, dann kann sich das jeder würzen, wie er das möchte. Dann habe ich noch eine Butter mitgenommen, sicherheitshalber, schon mal so für über Silvester und Co. Da reicht unsere, glaube ich, nicht. Dann habe ich hier einmal Fleischwurst, die wird auch, ich denke mal, vielleicht die Hälfte, keine Ahnung, wird mit in den Nudelsalat kommen. Dann in Sachen Wurst habe ich hier nur einmal so eine Hähnchenbrust mitgenommen. So zwei einzelne Packungen, finde ich ganz praktisch. Und eine große Packung Salami, die geht immer. Dann noch zwei Salettis. Die vom Aldi schmecken irgendwie am besten. Deswegen ja, habe ich zwei davon mitgenommen. Dann als nächstes hier noch so ein Kartoffelsalat mit Ei und Gurke, auch für morgen. Ich habe das Gefühl, ich mache schon wieder zu viel. Wenn ich überlege, Nudelsalat, Knoblauchkartoffeln, Kartoffelsalat und Grünsalat, wahrscheinlich ist das wieder viel zu viel. Aber dann haben wir wenigstens noch was für übermorgen. Das finde ich ganz praktisch. Dann, wenn wir alles abgegrillt haben und das auch zu viel ist, können wir wenigstens übermorgen die Reste essen. Wir müssen uns da nicht am 30. noch große Gedanken machen. Dann Erbsen und Möhren, auch fürs Raclette schon mal. Das geht irgendwie immer dazu. Ein Glas Mayo, teilweise für Nudelsalat, teilweise für Knoblauchkartoffeln. Und dann habe ich noch 4 Sahne mitgenommen, weil ich für Noel noch eine andere Geburtstagstorte mache und da mache ich eine Schokosahne rein. Genau, das war meine Ausbeute. So, und Mia ist gerade oben. Passt ein bisschen auf die Jungs auf. Die Jungs bauen ihre Stracksbahn auf. Habe ich euch ja vorhin gezeigt. Ich habe nämlich beschlossen, dass sie das auch in Noels Zimmer aufbauen können. Dann kann Matteo damit spielen und Noel kann ein bisschen in seinem Zimmer rumdödeln. Und ja, genau. Mia passt auf, und wenn es eskaliert und Matteo runter möchte, dann hilft sie und bringt ihn mit runter. Er kann die Treppe auch alleine runtergehen, aber ich bin da immer so ein bisschen ängstlich. Ja, und ich werde jetzt meine ganzen Sachen hier vorbereiten. Bisschen Kartoffel aufsetzen, bisschen Nudel aufsetzen und den Kuchenteig anrühren und so weiter. Abendessen muss ich mich heute Gott sei Dank nicht drum kümmern, denn ich habe gestern so viel Bolognese gekocht, dass noch super viel über ist. Die Männer arbeiten noch eine Weile, also let's go. Und wenn ich mit diesen ganzen Sachen fertig bin, dann muss ich nämlich noch um die Wäsche kümmern. Die habe ich nämlich vorhin angestellt und noch nicht in den Trockner geschmissen. Genau, also let's go. Hallo, hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ich sehe so fertig aus, oh Gott. Also, und dann noch die Haare, aber der Kopf. Oh, ich sehe so fertig aus. Und ich habe aber gedacht, bei so einem Vlog geht es ja auch um Authentizität. Es ist mittlerweile Samstag. Wie ich habe euch ja angekündigt, dass das ein Vlog über mehrere Tage wird. Ich hatte jetzt
gar nicht so viel mehr mitgefilmt. Ich hoffe, ich habe jetzt hier genügend einzelne Dinger dazwischen gepackt, einzelne Sequenzen. Wir haben gestern mit der Familie als Geburtstag nachgefeiert. Und was ist das hier eigentlich? Aha. Als Geburtstag nachgefeiert und Weihnachten nachgefeiert, quasi mit Mirkos Familie. Das war sehr schön. Wir haben Kuchen gegessen und wir haben abends gegrillt und ja, alle hatten gute Laune, war alles fein. Und ich habe mich schon ganz gut eigentlich um Küche und Wohnzimmer und alles gekümmert. Aber ich muss den Spüler nochmal anschmeißen. Das müsste ich jetzt eigentlich tun. Weil ich nicht alles reingekriegt habe und dann noch einiges sich häuft. Ich habe aber schon die Wäsche angestellt, denn ich weiß nicht, ob ihr so Tradition habt oder so Themen, was Wäsche und Co. angeht, über die Feiertage. Ich habe jetzt schon öfter gehört, dass es diese Tradition gibt, dass man zwischen Weihnachten und Silvester keine Wäsche machen sollte. Weil böse Geister, keine Ahnung. Ich finde es viel sinnvoller, und das ist immer so mein Anliegen, keine dreckige Wäsche mit ins neue Jahr zu nehmen. Also, wenn ein, zwei Teile dreckig sind, das kannst du nicht verhindern, gerade mit Kindern. Aber ich habe 4 Wäschekörbe, also 4 so Wäschebehälter. Einmal für dunkle Wäsche und rot und blau, grün, alles, für alles was nicht weiß ist. Oder nicht hell ist. Dann habe ich einen für helle Wäsche. Weiß, grau, beige, diese ganzen Sachen. Dann habe ich einen für Handtücher. Und einen für so Sachen, so Wolldecken oder Bettwäsche oder diese großen sperrigen Teile. Die wasche ich halt gerne mal zusammen, weil ich hasse es, wenn ich Bettwäsche mit ganz vielen Socken und Unterwäsche und so wasche. Und dann ist das da alles drin und dann, hasse ich wie Sau. Deswegen wasche ich diese Sachen halt dann immer zusammen. Und da ist es meist auch egal, ob hell und dunkel zusammen. Beziehungsweise ich achte, wenn es wirklich was relativ Helles und was sehr Buntes ist, achte ich drauf, dass ich das getrennt wasche. Aber ansonsten ist es völlig, völlig Banane, weil die meisten sowieso bunt sind, die Bettwäschen. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich diese 4 Behälter und sie sind fast alle sehr voll. Cool. Es ist der 30. Und bei mir ist es immer so, ich möchte keine dreckige Wäsche mit ins neue Jahr nehmen. Das heißt, bis morgen Abend sozusagen muss alles gewaschen sein. Und auch getrocknet. Das ist so ein bisschen immer meine Intention, dass ich auf jeden Fall auch nichts hier irgendwo hängen habe. Das finde ich immer, ja. Dass das nicht hängend ins neue Jahr getragen wird, sondern dass man frisch ins neue Jahr startet. Finde ich immer gut. Und dementsprechend habe ich noch sehr viel vor. Ich habe gerade die erste Maschine angestellt. Schlau wäre gewesen, wenn ich die gestern Abend mit dem Timer angestellt hätte, sodass ich sie jetzt hätte aufhängen oder in den Spüler packen können. Aber naja, es wird auf jeden Fall viel Action heute. Und ich habe mir auch einen Wecker, also einen Timer gestellt, damit ich dann auch an die Waschmaschine denke, wenn sie fertig ist. Und gleich in Trockner und so weiter und so weiter. Ja, und wir sind heute ein bisschen spät dran. Es ist 10 nach 10. Wir frühstücken gleich. Wir haben richtig gut geschlafen und es war eine richtig schöne Nacht. Dementsprechend haben wir auch lange geschlafen. Und ich habe mich erkältet. Das ist der Grund, warum ich so komisch aussehe und warum ich mich so komisch anhöre. Ich habe einen richtig dicken Schnott. Es nervt ein bisschen, aber meine Güte. Ich hoffe, dass ich noch alles essen kann und schmecken kann. Das ist nämlich immer so das, was ich hasse, wenn wir irgendwie Raclette machen oder irgendwas Geiles essen und ich dann einfach nicht schmecken kann. Aber gut, ja. Also die nächsten Sequenzen von heute werden dann sehr wäschelastig, würde ich sagen. Und mal gucken, ob wir noch ein bisschen was vorbereiten heute schon mal für Silvester oder ob wir das morgen erst machen. Lasst euch auf jeden Fall überraschen. Dieser Moment, wenn du nur kurz zu deiner Mutti gehst, um Sachen hinzubringen und dann einfach mit dieser ganzen Tupperware wieder zurückkommst. Das gehörte mir. Und das gehörte mir. Das habe ich geschenkt bekommen von meiner Mutti. Die beiden, glaubt sie, dass sie mir gehören? Wenn nicht, habe ich sie geschenkt bekommen. Hier ist Feta drin, da sind gefrorene Erdbeeren drin. Hier sind Bananen, damit ich einen Shake machen kann. Dann haben wir noch Knallfrösche oder sowas ähnliches mitbekommen. Dann haben wir hier noch einen Deckel für eine andere Schüssel. Hier gibt es noch Peppa Pig von Matteo. Die wissen wir nicht genau, ob die mir gehört hat. Diese habe ich auf jeden Fall von meiner Mutter geschenkt bekommen. Da kann man super in die großen Buchstaben oder sowas machen.
Die kleinen kann man halt mit denen gut stapeln und gut in den Expedit stellen oder in den Kallax-Schrank. Das auch von Mutti geschenkt bekommen. Das gehört auch Matteo, das haben wir bei ihr auch mitgenommen. Hier ist noch ein Deckel, noch mehr Deckel. Da haben wir noch diese Dose. Und die müssen wir durchtauschen. Da sind auch noch Deckel und so drin. Aber das müssen wir durchtauschen, weil ich die große Schüssel davon habe und meine Mama hier die kleine hat eigentlich. So, wir haben hier überall, oh, schaut euch diese gut aussehenden Bahnen an. Yum, yum, yum. Große Empfehlung an dieser Stelle. Irgendwie mein Leben und die Waterboys oder ich und die Waterboys. Und er sieht sehr gut aus. Wir sind dabei zu schmücken. Da noch nicht ganz so doll, aber hier. Ich wollte nur einmal kurz die Kamera hier so lang schwenken, damit ihr das schon mal seht. Da ist der Mann, da, da, der hier gerade langlaufen wollte und genervt ist, weil ich filme. Hier ist das Teil. Eigentlich muss man das ja alles mit Luftballons füllen. Ach, wir hatten keinen Bock mehr und wir haben nicht mehr so viele verschiedenfarbige und wir haben es gelassen und haben das da oben mit einem Band festgemacht, aber es sieht so cool aus. Gerade der Part hier, wo wir so Neonballons hatten, die alle zusammengepasst haben, richtig gut. Hier ist eher so ein Mischmasch. Aber es ist richtig schön und Mausi hat hier richtig schön den Tannenbaum mit diesem Zeug geschmückt. Mausi, du brauchst übrigens nicht alle aufbrauchen davon. Das reicht jetzt. Ja, und wir haben hier überall anders auch ein bisschen was damit geschmückt. Hier ein bisschen was und ja, das ist ganz süß. Heute gibt es mal Wäsche mit Ton. Das hier sind Handtücher. Das war so die letzte Ladung, die ich gestern angestellt hatte, beziehungsweise in den Trockner gepackt habe. Und jetzt gerade geht es wieder neu los. Ich wollte euch an dieser Stelle auch mal kurz zeigen. Hier ist so halbherzige Dekoration. Die ganze Paw Patrol und Peppa Pig Weihnachtsdeko ist schon ab. Hier ist, wie gesagt, so ein bisschen halbherzig dekoriert. Ich glaube, das war alles schön und Matteo hat es abgerissen. Hier hängt auch was. Da war was, aber das ist schon ab. Hier und hier hängt auch ein bisschen was. Also, ja, sehr süß. Und ich wollte bei der Gelegenheit kurz mal was Lustiges erzählen. Oh, es ist nicht zu glauben. Hier ist es wie im Irrenhaus. Wie ihr seht, ich sehe immer noch scheiße aus. Also ich sehe noch beschissener aus als gestern. Ich muss unbedingt duschen. Ich muss so dringend duschen. Meine Augen, ich sehe. Das ist ein Scherz einfach. Aber ich bin ja ein Freund von Realität. Deswegen habe ich auch gar kein Problem, mich hier so zu zeigen. So sehe ich ja nun mal aus. Und ich habe diesen Pulli auch seit 3 Tagen an, glaube ich. Ist auch ganz geil. Aber was soll ich euch sagen? Seit gestern hat sich hier der Zustand von meiner Körperlichkeit ein bisschen verschlechtert. Das hier ist so ein bisschen ein kleines Asthma-Geräusch, denke ich. Das nervt auch, aber ich habe seit gestern Schnupfen. Und ich weiß nicht, ob ich gestern irgendeine Sequenz gefilmt habe. Also, weil heute ist Silvester. Heute ist Silvester. Der Tag, auf den ich mich das ganze Jahr freue. Und also essenstechnisch und überhaupt. Und man macht Pläne und man will Party machen. Also mit den Kindern hier zu Hause in der Stube, aber trotzdem. Und gestern habe ich halt Schnupfen bekommen und im Laufe des Tages ging es mir, oder Nachmittags ging es mir immer schlechter. Gestern Abend lag ich im Bett, hatte Schüttelfrost und mir war total komisch. Und dann habe ich so aus Spaß einen Corona-Test gemacht. Also ich sag mal so, dieses ganze, man muss alles auspacken und öffnen und Stäbchen in die Nase, in dieses andere Teil, dann reintropfen und so weiter. Das hat länger gedauert als das mit dem zweiten Streifen. Keine Minute, also 10 Sekunden hat es gefühlt gedauert. Und der zweite Streifen war da und ich denke so, cool, danke dafür. Danke, danke, danke. Ich bin, ich habe ja Gott sei Dank viel Humor, aber ich bin total genervt. Aus mehreren Gründen. Einmal, und das ist akut heute jetzt irgendwie das Blödeste, Noel sollte eigentlich seinen Kumpel heute hierher bekommen. Also der Kumpel von Noel sollte heute kommen und eigentlich sollten die gemeinsam hier Silvester feiern und das muss natürlich jetzt ausfallen. Die Mama wäre eigentlich entspannt gewesen, aber die wollen in 2 Tagen in den Centerpark und mit der ganzen Familie und das kann man nicht riskieren dann. Das verstehe ich zu 300%. Wäre nichts irgendwie gewesen jetzt die nächsten Tage und ich glaube, es ist auch die erste Woche noch schulfrei.
dann hätten die es, glaube ich, in Kauf genommen dafür, dass die Jungs zusammen feiern können. Aber so geht das natürlich nicht. Dementsprechend sind die beiden Jungs natürlich traurig. Das ist super ätzend. Wir versuchen das jetzt hier so ein bisschen zu... wie sagt man das? Es gibt so ein Wort dafür. Egal, wir versuchen natürlich das jetzt irgendwie anders schön zu gestalten und so weiter. Aber ja, das nervt mich. Dann liebe ich Raclette und freue mich die ganze Zeit schon darauf, dass wir heute Abend richtig geiles Raclette machen. Ich rieche und schmecke aber nichts. Das ist Punkt 2, der mich richtig abfuckt. Also ich bin super genervt davon, weil ich einfach schöne Sachen essen und trinken wollte. Ich habe uns extra noch Mango Loco gekauft, Mia und mir. Also so ein Energy Drink. Habe uns einen alkoholfreien Hugo gekauft und so. Und ich habe mich richtig darauf gefreut. Vor allem, weil ich im nächsten Jahr auch eigentlich ein bisschen abspecken wollte und dementsprechend mich wieder gesünder ernähren wollte, wollte ich heute mir nochmal so richtig schön den Wanz vollhauen. Ja, Pläne werden geändert. und dann nervt mich auch wahnsinnig doll, dass heute der 31.12. ist. Das ist mir also nicht gut. Also, ich kann Scherze machen, ich kann ja sitzen und filmen, ja. Und an sich, ich habe auch heute Morgen Frühstück gemacht, ich mache Wäsche und so weiter. Aber ich merke halt, dass es hier alles verstopft. Ich habe zwischendurch immer dolle Kopfschmerzen. Ich muss mich ständig hinsetzen und ausruhen und so. Und es nervt mich, dass ich nicht so fit bin, wie ich gerne sein würde. Ich wollte mich super toll schminken. Das werde ich wohl nicht tun, denke ich. Vielleicht werde ich meine Augen ein bisschen anmalen. Aber ich kann kein Make-up drauf machen, wenn ich hier den ganzen Tag meine Nase putzen muss. Da bin ich kein Fan von. Das finde ich ist irgendwie merkwürdig. Aber duschen werde ich wohl. Das frisch geduscht ins neue Jahr wäre vielleicht eine gute Sache. Und in 2 Tagen geht einfach die Arbeit wieder los für mich. Und wir endeten ja so dieses Jahr, dass ich erst selber krank war und dann Kind krank. Und dann hatte ich Urlaub, beziehungsweise einen Tag hatte ich jetzt frei nach Homeoffice. Das war alles irgendwie ganz krüppelig und scheiße. Und ich wollte nicht so ins neue Jahr starten, ehrlich gesagt. Und Matteo hat halt in 2 Tagen auch wieder Kindergarten. Und er freut sich auch drauf. Und ich freue mich auch drauf, dass er wieder in den Kindergarten geht. Ja. Und ich weiß gar nicht, wie man das handhabt. Wenn ich jetzt irgendwie, sagen wir, Dienstag noch positiv bin, aber er die ganze Zeit negativ, geht er dann in den Kindergarten? Weil theoretisch ist er negativ, theoretisch darf er ja. Aber ich darf ihn ja nicht hinbringen, weil ich ja positiv bin dann. Ich kann ja nicht positiv in den Kindergarten reingehen zu den ganzen anderen Kindern. Keine Ahnung, ich bin schon genervt von diesem ganzen, von diesen Gedanken überhaupt. Ja, und ich möchte natürlich auch nicht irgendwie, ich weiß nicht, wie lange ist man ansteckend? Ist, wenn der Test negativ ist, dann man auch wirklich nicht mehr ansteckend und so weiter. Ich habe keinen Bock auf der Arbeit, jemanden anzustecken. Wobei meine Leute um mich herum, die haben, glaube ich, die erste Woche noch Urlaub. Aber trotzdem ist das alles so, das nervt mich, ja. Das nervt mich auch viel mehr, als dass es mir schlecht geht, sage ich mal. Aber gut, das wollte ich ganz kurz an dieser Stelle mal gesagt haben. Von daher ändern sich mal wieder die Pläne im letzten Vlog. Und das ist so lustig. Ich mache diesen Vlog, weil ich gesagt habe zu euch, der letzte Vlog war so scheiße. Der musste wegen Krankheit abgebrochen werden quasi. Und jetzt sitze ich hier und erzähle euch, dass ich Corona habe. Es ist einfach ein Scherz. Es ist wie verhext. Aber gut, ich werde euch natürlich trotzdem nachher noch zeigen, was wir an Knallern haben. Nur Mirko hat das noch nicht präsentiert. Ich glaube, das ist die ganze Zeit im Auto. Ich habe schon zu ihm gesagt, Schatzi, ich muss das nochmal in die Kamera halten. Also ich werde euch das nachher auf jeden Fall nochmal zeigen. Und ich hatte, wie gesagt, vergessen, die Torte von Noels Geburtstags- und Weihnachtsfeier zu zeigen. Die war echt schön, die hat super gut geschmeckt, komplett aufgegessen. Die Kinder haben geholfen beim Dekorieren und wir haben einfach vergessen, sie zu filmen. Sorry. Ich muss heute noch viel Wäsche waschen. Ich habe heute Mittag erst angefangen, gerade eben. Und bin super genervt, weil ich gesehen habe, dass da noch so viel Wäsche ist. Ich werde es einfach nicht schaffen, die komplette Wäsche zu waschen und trocken zu haben. Und es nervt mich so, weil ich ein Fan davon bin, dass wirklich alles komplett trocken ist und sauber einmal ist zum Jahreswechsel. Also ich habe das Gefühl, dass das alles ein schlechtes Omen für 2024 ist. Aber toi, toi, toi. Wir werden hoffentlich eines Besseren belehrt. Und ich, wenn ihr dieses Video seht, habt ihr ja vorher auch meine Neujahrsansprache, so nenne ich sie mal, gehört, da werde ich dann, die werde ich nachher aufnehmen, denke ich. Da werde ich auch nochmal darauf eingehen, dass wir trotz allem immer, immer super dankbar sein können für das, was wir haben oder auch nicht haben. Und bla bla bla. Weiter im Text.
guten Morgen oder Mahlzeit, ihr Lieben. Und herzlich willkommen im neuen Jahr. Ein wunderschönes Jahr 2024 wünsche ich euch. Ich zeige euch jetzt allererstes mal kurz, wie es hier überall aussieht. Und dann können wir noch mal ein bisschen schnacken. So, hier gab es einige Konfettikanonen. Also so kleinere. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, aber ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie sieht es hier trotzdem aus wie ein Schlachtfeld. Überall auch noch Spielzeug und Kram und Unordnung. Dafür, dass wir wirklich nur wir waren, ist es schon. Da liegt auch überall was rum. Hier natürlich, da ist auch Unordnung. Hier steht noch das Raclette. Ich weiß nicht, da draußen stehen auch noch unsere Sektgläser. Keine Ahnung, warum da eine Tüte Erdnüsse liegt. Don't know. Und ich glaube, in der Küche sieht es auch nicht viel besser aus. Aber da gehe ich gleich erst hin. Ich dachte mir, ich gönne mir erstmal einen kleinen Moment. Ah. Um mit euch zu schnacken. Ach, der Hintergrund hier ist natürlich auch richtig toll. Normalerweise ist hier eine Decke drüber, aber die ist gerade ein bisschen runter irgendwie. Immer wenn die Kinder hier drauf sitzen, dann ist die Decke weg. Keine Ahnung. Egal. Also ich hoffe, ihr Lieben, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Ich werde ja in einem anderen Video nochmal gesondert darauf eingehen. Ich hatte kein Silvestervideo gemacht. Keine Ahnung warum. Es war irgendwie dann doch keine Zeit und dann ging es mir nicht so gut und dann war dies und dann war das und dann habe ich gedacht, ich mache ein Neujahrsvideo, also da werde ich ja dann ein bisschen gesammelt haben, scheinbar. Ja, wir haben einen schönen Abend gehabt, haben Raclette gemacht, das habt ihr ja gesehen und waren dann draußen. Ich habe beim Knallen nicht gefilmt, weil ich wirklich die Konzentration A auf dem Kleinen haben wollte, dass ich immer irgendwie gucke, wo er ist und ne, dass er sich sicher fühlt. Und B, dass ich auch selber mir das Feuerwerk und alles angucke. Und deswegen ja, habe ich nicht gefilmt, tatsächlich kein einziges Mal. Wäre so als Erinnerung auch ganz schön gewesen, aber habe ich einfach nicht gemacht und ist dann auch nicht so dramatisch. Ja, wir haben geknallt, mit dem Kleinen war alles fein. Und hier bei uns im Dorf wurde tatsächlich, oder in unserer Hut, hier so direkt bei unseren Straßen. Also wir wohnen hier um die Kirche. Also das ist so, es ist sehr dörflich. Wobei es könnte schlimmer sein. Aber gut, es ist jetzt keine Hauptverkehrsstraße und hier wohnen jetzt nicht so viele Leute. Und trotzdem war richtig was los in unserer Straße. Also irgendjemand von unseren Nachbarn. Wir wissen aber nicht, wer. Wir sind sogar nochmal losgelaufen, weil wir gucken wollten, wer das war. Ob man irgendwo irgendwelche Batterien sieht oder so. Irgendeiner von denen ist richtig abgegangen und das fanden wir so cool. Wenn man halt nicht nur seinen eigenen Kram irgendwie verfeuert hat, sondern auch einfach da stehen konnte und genießen konnte, ja, das bei den anderen sich anzugucken. Und ja, das war sehr schön. Wie gesagt, kleine Runde hier um die Kirche ist immer noch gelaufen dann. Ich glaube, so um 12:30 vielleicht. Und dann sind wir irgendwann ins Bett, Matteo und ich, Noel auch. Und ich glaube, Mia und Mirko waren noch ein bisschen wach. Ich weiß nicht, was sie noch gemacht haben. Ja, war total schön. Und meine Stimme ist ein bisschen schlecht. Ja, wie geht's mir gesundheitlich? Keine Ahnung. Also ich sehe immer noch so aus. Ich bin geduscht. Keine Ahnung, ob man das hier erkennen kann, dass ich gestern geduscht habe. Ich hatte mich nicht mehr geschminkt gestern. Ich habe Ohrringe reingemacht und mir ein anderes Outfit angezogen. Und das war das höchste Maß der Gefühle. Ja, mir geht's eigentlich gut. Ich konnte auch verhältnismäßig gut ins neue Jahr starten. Wir haben alle Sachen gestern auch gemacht, die ich machen wollte. Wir haben Ekel Alfred geguckt, Dinner for One. Wir haben sogar noch eine Runde Trivial Pursuit gespielt. Haben die Neujahrsansprache vom Kanzler gehört. Es gibt so gewisse Sachen, die wir irgendwie immer machen. Bleigießen oder Wachsgießen oder Zinngießen oder so haben wir nicht gemacht. Haben wir gesagt, wenn wir es noch wollen unbedingt, dann können wir das auch heute machen. Haben wir nicht gemacht. Ja, wir haben eine schöne Zeit gehabt, bisschen getanzt. Die Kinder und ich haben noch eine Polonaise getanzt durchs ganze Haus. Und das war ganz lustig. Und ja, so sind wir reingekommen. Ich hoffe, dass ihr auch alle gut reingekommen seid. Ich würde diesen Vlog an dieser Stelle beenden. Ich muss nämlich jetzt Frühstück machen. Oder Spätstück, ist das, glaube ich, schon 11:30. Ja, würde den Vlog dann an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht mir nicht vornehme, wenn wir in Berlin sind, einen Vlog zu machen. Weil immer, wenn ich mir vornehme, einen Vlog zu machen, wäre ich krank. Irgendwie ist das so ein Ding, was sich so durchzieht mittlerweile. Das lassen wir also vielleicht. Mal gucken. Vielleicht filme ich einfach ohne vorher zu sagen, dass es ein Vlog wird und ja, pack das Intro dann nachträglich ran oder so, keine Ahnung, vielleicht ist das Karma. Egal, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Start in das neue Jahr. Bleibt alle gesund, ihr Lieben, und
ja, hoffe sehr, dass wir uns in diesem Jahr ganz oft in meinen Videos wiedersehen, sozusagen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.